Ja, hallo, vielleicht kannst du dich erstmal ganz kurz vorstellen. Ich war gerade in einer Session, möchte mich nochmal bedanken für den Input. Es ging ganz grob um Digitalkompetenz, also vielleicht ganz kurz zu dir. Wer bist du und was ist denn das, diese Digitalkompetenz, die neue Fähigkeit, von der alle sprechen? Also wir haben hier selbst vier Felder definiert, in denen wir die Kompetenzen unterteilen können. Das erste Feld bezieht sich vor allem so auf Selbstkompetenzen, also heißt der Umgang mit sich selbst, lernen zu lernen, die eigene Kompetenzentwicklung vielleicht auch selbst einschätzen zu können. Das zweite Feld wären vor allem generelle digitale Kompetenzen. Darunter könnte man zum Beispiel fassen, Umgang mit Informationen, Umgang mit Quellen, Umgang mit Medien, also Informations- oder Medienkompetenzen. Ein weiteres Feld können auch sein Kompetenzen, die ich brauche, um die digitale Transformation in meinem Unternehmen anzutreiben, zu gestalten oder mitzugestalten. Und ein viertes Feld könnte sein Kompetenzen, die sich eben sehr stark unterscheiden für verschiedene Fachexpertisen, also heißt sehr zugeschnitten auf verschiedene. Wir haben bei uns an der Universität geschaut, welche Kompetenzmodelle und Frameworks von digitalen Kompetenzen liegen denn im Moment vor, haben die analysiert und haben versucht, wie ein eigenes Modell zu entwickeln, indem wir sie zusammengenommen haben in verschiedene Bereiche. Und wir haben hier unterschieden einmal die Selbstkompetenzen, die sehr wichtig werden, um beispielsweise selbst lernen zu können, diese Fähigkeiten zu entwickeln, auch die eigene Kompetenzentwicklung selbst einschätzen zu können. Und daran anschließend Kompetenzen, die eher so generalistischer Art sind, also digitale Kompetenzen wie auch Informationskompetenzen oder Medienkompetenzen könnte man vielleicht darunter fassen. Man sieht, es ist nicht ganz einfach, sie so zuzuordnen. Ein weiteres Feld sind eben Kompetenzen, die wir brauchen, um die digitale Transformation, die natürlich im Moment ein sehr bedeutendes Thema ist und die sich überall zeigt, gerade auch im Bildungsbereich, um die voranzutreiben, zu gestalten oder eben auch mitzugestalten. Und ein weiteres Feld wären eben Kompetenzen, die sehr für Fachexperten gelten. Da hätte ich vielleicht nochmal eine Frage. Wir sind ja hier auf dem Corporate Learning Camp, sprich wir bewegen uns im Unternehmenskontext. Vielleicht nochmal die Frage, digitale Kompetenz in der Arbeitswelt. Gibt es da vielleicht nochmal bestimmte Stellhebel, die man da bedenken müsste? Ja, Kompetenzen in der Arbeitswelt, das ist natürlich schon nochmal ein spezieller Kontext, den wir sicherlich beachten müssen. Genau. Und wir haben hier das Vorgehen gewählt, dass wir innerhalb dieser Kompetenzbereiche, die ich gerade beschrieben habe, dass wir hier wie verschiedene Hierarchiestufen mal aufnehmen. Also heißt, das eine wäre Kompetenzen, um in einer digitalen Welt zu arbeiten, als Mitarbeitender beispielsweise. Die zweite Ebene wäre eine Management-Ebene, also heißt beispielsweise Kompetenzen, um Teams zu managen, die in einer digitalen Arbeitswelt arbeiten. Und die oberste Ebene wäre mehr so das Top-Management-Level, also Personen, die eben ja eine Führungsposition einnehmen, die die digitale Transformation anleiten, anführen und eben in dem Sinne auch zentrale Entscheidungen treffen. Okay, das heißt, wir haben jetzt erstmal so das Bild dargestellt, was ist Digitalkompetenz? Vielleicht ein kleiner Tipp für mich, wenn ich heute was machen will, was Kleines, wo fange ich an? Wo mache ich meinen ersten Schritt hin zu einer erweiterten Digitalkompetenz? Was kann ich noch heute tun? Was kannst du auch heute tun? Also, ich denke, das bleibt natürlich dann auch wieder zu beantworten in dem speziellen Feld, in dem du dich bewegst. Also ein Ansatz könnte sicherlich sein, sich auf die generellen oder eher so auf diese generalistischen digitalen Kompetenzen zu beziehen oder und zu schauen, wie gehe ich denn überhaupt mit Medien um, wie gehe ich denn mit Informationen um, also wo suche ich meine Informationen, welche Quellen wähle ich. Ja, da sind wir so sehr stark vielleicht auch bei Informationskompetenzen. Aber das ist sicherlich nur ein Ansatzpunkt, weil dieses Feld ist natürlich enorm breit. Und in der Arbeitswelt kann das vielleicht auch wieder was ganz anderes heißen, wenn es darum geht, dass ihr die digitale Transformation bei euch im Unternehmen aufnehmen wollt. Und du die vielleicht entweder mit anleiten, mit managen oder eben mit leben sollst.